Hallo liebe YouTube-Freunde, heute erfahrt ihr die Konstellationen für den Monat August 2019 und die Prophezeiung Nostradamus. Endlich, dieser Monat August wird uns allen wieder Freude bringen. Alle können wir durchatmen, denn Merkur ist mit dem 1.8. nicht mehr rückläufig und somit kann uns wieder alles gut gelingen. Dafür sorgen auch die beiden Planeten Jupiter und Venus, die zusammen in guter Verbindung stehen. Somit werden wir die Ängste und Bedrohungen, die uns umgaben, vergessen können. Also starten wir positiv in den tollen Sommermonat August mit viel Energie und vor allen Dingen mit Hoffnung auf Positives. Auch Nostradamus drückt es in seiner 5. Zenturie aus, dass alles, was in Finsternis, im Dunkeln lag, nun über Nacht in Hoffnung und Glück sich wandeln kann. Wir sollten also die positiven Energien der Planeten und Sterne nutzen, damit wir wieder Mut und Stärke bekommen, ja haben. Das ist sehr wichtig. Auch Sonne mit Venus stehen in einem guten Miteinander und das bedeutet, dass in Familie, bei Freunden und im Umkreis von Menschen ein gutes Verständnis, Liebe und Harmonie herrscht. Und das Beste an allem, die Sorgen, die uns schon seit langem plagen, lösen sich auf, sie verschwinden. Somit erleben wir eine Leichtigkeit im Alltag und unsere Lebensfreude macht sich in unserem Herzen breit. Ja, und das ist herrlich, denn viele hatten den Mut schon verloren und nun können wir energievoll durchstarten, denn die Kraft in uns spüren wir wieder. Aber bei all dem Positiven sollten wir nicht leichtsinnig und übermütig werden. Mit all der Euphorie solltet ihr nicht blind handeln. Das ist die kleine Gefahr. Doch nun zur 5. Zenturie Nostradamus. Geboren unter den Schatten und nächtlicher Tageszeit wird er in Vollkommenheit und Güte regieren. Sein Blut wird aus alter Urne wieder erstehen. Erneut goldenes Zeitalter zur Stärke. Das drückt Nostradamus in dieser Zenturie aus. Die Hoffnung und von einer neuen Stärke. Holt euch in diesem Monat August die Stärke, damit das, was alles noch auf uns zukommt, wir aushalten können, überstehen. Dieser Monat August kann uns die Kraft und Energie geben durch die guten Konstellationen der Sterne und Planeten. Denn eins ist gewiss, es werden neue Herausforderungen auf uns zukommen. Doch jetzt genießt erst einmal diesen schönen, strahlenden Monat. Herzlichst, eure Deria.